Antrags der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Für eine sichere, bezahlbare, klimafreundliche Wärmeversorgung ohne soziale Kälte. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten vereinbart. So, die Platzwechsel sind überwiegend erfolgt. Ich eröffne dann die Aussprache und zuerst hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion Jens Spahn. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir lesen heute Morgen, die FDP hat Fragen. 101 Fragen an Robert Habeck zum Heizungsgesetz. 101 Fragen übergeben mit dem Kommentar, der Entwurf des Ministers sei eine Katastrophe. Es wird immer absurder. Erst stimmen Sie dem Gesetz, liebe FDP, im Kabinett zu, dann drei Tage später ein kleiner Aufstand auf dem Bundesparteitag, zwei Wochen später 101 Fragen. Und dieses Schauspiel geht ja seit Monaten so. 30 Stunden Koalitionsausschuss, Pressekonferenzen, Widersprüche. Es bleibt dabei, wir haben es schon vor zwei Wochen festgestellt, wir stellen es erneut fest, Sie überfordern sich als Koalition mit diesem Gesetz, Sie überfordern die politischen Mechanismen mit diesem Gesetz, Sie schaffen mit Ihrem 101-Fragenspiel bei den Bürgerinnen und Bürgern zusätzlich Frust, Wut, Verunsicherung. Gehen Sie zurück auf Los, ziehen Sie dieses Gesetz zurück und fangen Sie die Beratung noch mal ganz von vorne an. Anders ist das alles nicht mehr zu heilen. Die FDP, haben wir gelernt, hat 101 Fragen. Wir haben nur zwei. Die erste, warum diese radikale Eile, warum die Wärmepumpe mit der Brechstange? Das ist ineffektiv. Einfache Mathematik. Knapp 2% weltweiter Emissionen beim CO2 kommen aus Deutschland. Circa ein Drittel davon bei Wärme und Heizen. Das hieße also, klimaneutral beim Heizen bis 2045 maximal 0,7% der weltweiten CO2-Emissionen gespart. Bei diesen Zahlen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es unglaubwürdig, den Bürgerinnen und Bürgern einzureden, dass die Brechstange, dass diese radikale Eile notwendig ist. Die ein, zwei Jahre, die es bräuchte, um Akzeptanz zu erhalten, die hätten wir, wenn wir es denn richtig und mit Vernunft machen würden. Und daher müssen wir raus aus dem Panikmodus. Das schadet der Sache. Es ist für die Akzeptanz schädlich, den Leuten einzureden, an deutschen Heizungen alleine würde das Weltklima genesen. Die Bürger wissen das. Wir müssen Argumente liefern, warum CO2-Neutralität trotzdem in unserem Interesse ist. Und da braucht es Pragmatismus statt Panikmache. Neue Ölheizungen sind nach aktueller Rechtslage bereits ab 2026 verboten. Dieses Verbot könnte man schrittweise für fossile Gasheizungen ergänzen. Bei gleichzeitiger Förderung von Wärmepumpe, Wärmenetzen, Biomethan, Wasserstoff, Geothermie, Kraft-Wärme-Kopplung und Holzpellets, auch von Hausdämmung und smarter Gebäudesteuerung. Sie könnten zum 01.01.2024 eine Beimischquote von Bioheizöl beschließen, sodass direkt und ohne große Mehrkosten CO2 eingespart werden könnte. Sie sind doch sonst immer für Vielfalt. Dann hören Sie auf, die anderen klimaneutralen Technologien zu diskriminieren und öffnen Sie das Gesetz an dieser Stelle. Verlängern Sie die Fristen, sodass es technisch und finanziell machbar ist, und seien Sie offen für alle Technologien, die den CO2-Ausstoß beim Heizen reduzieren. Dann klappt es auch mit der Akzeptanz bei den Bürgerinnen und Bürgern. Denn Klimaschutz, liebe Kolleginnen und Kollegen, geht nur mit den Bürgerinnen und Bürgern, nicht gegen sie. Und da bin ich bei meiner zweiten Frage. Warum machen Sie Klimaschutz wieder zur Glaubensfrage? Ich unterstelle Ihnen gute Absichten, und wir teilen ja das Ziel. Klimaneutralität 2045, im Übrigen von uns ins Gesetz geschrieben. Wir teilen das Ziel ausdrücklich. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn man wie Sie scheinbar zu sehr von einer Sache überzeugt ist und vor allem davon allein
allein für diese gute Sache zu stehen, dann geht der Blick für Realität und Pragmatismus verloren. Man hat gerade in den letzten Tagen, Herr Kollege Herrmann, in den letzten Tagen das Gefühl, Sie igeln sich immer mehr ein in einem gefühlten Kampf gegen den bösen Rest der Welt. Und ich tippe, Ihre Reden werden auch gleich davon geprägt sein. Und damit reideologisieren Sie die Klimadebatte. Und das schadet dem Klimaschutz. Klimaschutz sollte eine Frage der Vernunft und nicht des Glaubens sein. Und Sie führen es zurück zu einer Glaubensfrage. Erfolgreicher Klimaschutz ist vor allem eine Frage des politischen Handwerks. Wir brauchen Debatten über den besten Weg. Wir brauchen einen Wettstreit der guten Ideen. Denn es reicht doch nicht die gute Absicht, sondern am Ende geht es um ein gutes Ergebnis als Ziel. Legen Sie also die Brechstange weg, werden Sie pragmatisch, gehen Sie unsere Vorschläge mit, dann wird Klimaschutz effektiv und vor allem dann hat Klimaschutz Akzeptanz. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Dr. Nina Scher. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Spahn, Sie versuchen hier auf ziemlich polemische und billige Weise die Bevölkerung aufzuhetzen gegen die Bestrebungen und die dringend notwendigen Bestrebungen, unser Land auf erneuerbare Energien umzustellen und schnellstmöglich von unserer Abhängigkeit von fossilen Energien loszulösen. Von dieser Abhängigkeit müssen wir so schnell wie möglich uns loslösen. Wir haben im letzten Jahr insgesamt 300 Milliarden Euro bundesweit freigemacht hier im Bundestag. Sie haben übrigens dagegen gestimmt, das will ich auch hier noch mal festhalten, um die fossilen Energiepreissteigerungen abzufangen. 300 Milliarden, einmal durch zwei Entlastungspakete und hinterher noch mal durch die Strom- und die Gaspreisbremse. Das zeigt, das waren ja nur Pflaster, ja, das waren eigentlich nur Pflaster, aber das zeigt, in welcher massiv brisanten Situation wir sind, wenn wir nicht schnellstmöglich unsere Abhängigkeit von fossilen Energien loslösen, wenn wir davon nicht schnellstmöglich wegkommen. Wie gesagt, Sie haben gegen diese Hilfen gestimmt. Und wenn wir jetzt uns vergegenwärtigen, dass diese 300 Milliarden natürlich nicht jedes Jahr wieder von neuem gezahlt werden können, dann müssen wir natürlich auch aufs Tempo drücken, wenn es darum geht, diesen Umstieg in Deutschland zu organisieren. Das ist doch wohl selbstverständlich. Das ist die einfache Logik. Und in dem Moment, wo Sie hier auf andere Zeitpläne gehen, auf Überstürzungen, auf sonst welche Vorwürfe, machen Sie ja eigentlich nur eines. Sie verzögern, und zwar haben Sie das die ganzen letzten Jahre ja schon gemacht, Sie verzögern die Energiewende. Das ist das eigentliche, die eigentliche Aussage, die Sie hier treffen, die Verzögerung. Sie fordern eigentlich immer nur die Verzögerung. Und genauso ist ja auch Ihr Antrag gehalten. Der Antrag ist sehr übersichtlich. Sehr übersichtlich für den Stand der Diskussion. Wir haben immerhin über 100 Detailfragen. Ja, das zeigt, wir haben einen lebendigen Parlamentarismus. Sie haben drei Seiten, mit denen Sie die Wärmewende organisieren wollen. Das ist lächerlich. Und deswegen auch noch mal auf diese Fragestellung noch mal genauer eingegangen, weil Sie machen ja auch damit die Bevölkerung wuschig. Wenn hier jetzt tatsächlich über 100 Fragen an die Ministerien gerichtet wurden, ja, dazu stehe ich als Parlamentarierin, weil in der Tat sind wir immer als Parlamentarier, und das ist auch nicht beim ersten Gesetz jetzt so, das ist bei vielen Gesetzen schon so gewesen, dass wir bei umfangreichen Gesetzesvorhaben viele Fragen zu klären haben, weil wir am Ende gute Gesetze haben wollen. Viele Fragen klären sich schnell, manche sind etwas
heikler. Bei manchen hat man auch Dissense in der Koalition. Aber dafür sind parlamentarische Verfahren da. Und dafür werden wir uns auch diese Zeit nehmen, die wir uns jetzt in diesen Zeitplan gesetzt haben. Und da bitte ich Sie einfach, konstruktiv mitzuwirken und nicht nach außen hin den Eindruck zu erwecken, als ob die Tatsache von Fragestellungen, die wir als aufrechte Parlamentarierinnen und Parlamentarier haben, als ob diese Tatsache etwas Schlechtes sei und ein Kennzeichen von irgendetwas Unorganisierten sei. Das ist einfach infam und das ist auch schädlich für unsere Demokratie. Und jetzt noch mal auf die dünnen Zeilen zurückzukommen, die uns heute den Anlass bieten, über das Thema zu diskutieren. Sie setzen ja offenbar nach wie vor nicht auf den Umstieg auf erneuerbare Energien, weil in Ihren Ländern haben Sie es nicht so organisiert, dass das voranginge, sondern Sie setzen nach wie vor auf den CO2-Preis. Und dann soll es einen sozialen Ausgleich geben. Aber wie dies zu organisieren ist, das bleiben Sie bis heute schuldig. Und ich möchte mal daran erinnern, als das Brennstoffemissionshandelsgesetz in der Großen Koalition beschlossen wurde, war es mühsamst bis zum geht nicht mehr, auch nur ein Minimum an sozialen Ausgleich hinzubekommen zwischen Vermieterinnen und Vermieter. Das haben wir jetzt erst mit dem Kostenaufteilungsgesetz geschafft. Da haben Sie sich immer gegen gewehrt. Also reden Sie, erzählen Sie uns nicht, was sozialer Ausgleich heißt. Dafür sind wir besser zuständig. Vielen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Marc Bernhardt. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! 80% Förderung. Das hört sich an wie ein Märchen aus 1001 Nacht. Aber 80% für Habecks erzwungenen Heizungstausch sollen nur Haushalte bekommen, die weniger als 20.000 Euro Jahreseinkommen haben. Sobald aber das Einkommen steigt, sinkt die Förderung drastisch. Wenn zwei Geringverdiener zusammenleben, verdienen sie schon zu viel, um diese 80% zu bekommen. Und auf was soll es überhaupt 80% geben? Nur auf die Wärmepumpe. Nichts für den Umbau der Heizkörper, nichts für den Einbau einer Fußbodenheizung, fast nichts für die Dämmung, das Dach und die Fenster. Von den zu erwarteten Kosten von 100.000 Euro und mehr werden selbst bei 80%iger Förderung, also gerade mal 20.000 Euro gezahlt. Die restlichen 80.000 müssen die Menschen trotzdem selbst bezahlen. Und wer hat die denn übrig? Und vor allem, wer bekommt denn eigentlich mit weniger als 20.000 Euro Jahreseinkommen einen Kredit von 80.000 Euro? Und selbst wenn man einen Kredit bekommen würde, wäre das eine Belastung von 500 Euro im Monat, und zwar für die nächsten 20 Jahre. Ganz offensichtlich handelt es sich hier eben nicht um ein Märchen aus 1001 Nacht, sondern um eine Volksverarsche aus dem Märchenministerium. Eine faktische Enteignung und Altersarmut für Millionen von Menschen. Selbst der Bundesrat hat festgestellt, dass dieses Vorhaben für viele nicht bezahlbar ist. Und das Beispiel Vonovia zeigt, dass dieser Heizungshammer auch überhaupt nicht machbar ist. Weil der Strom fehlt, kann Deutschlands größte Wohnungsgesellschaft unzählige Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen. Alle Kernkraftwerke, Kohle- und Gaskraftwerke abschalten und gleichzeitig den Strombedarf verdreifachen, indem man die Menschen zwingt, zukünftig mit Strom zu fahren und zu heizen. Das funktioniert eben nicht. Das bestätigt auch der Deutsche Städtebund, der ganz deutlich sagt, dass es an der Stromerzeugung und Verteilung fehlt und dass allein der Netzausbau über 135 Milliarden Euro verschlingen würde. Alles Kosten, die die Menschen zukünftig über ihre Nebenkosten bezahlen müssen. Und jetzt sind ja offensichtlich auch Sie, wo sind Sie denn, Herr Kruse, als energiepolitischer Sprecher der FDP zur Abwechslung mal aufgewacht und haben der Presse bestätigt, dass dieser Heizungshammer nicht leistbar ist. Also wenn Sie das schon erkannt haben, dann hören Sie endlich auf, immer nur zu schwätzen, sondern stoppen diesen Wahnsinn in der Koalition. Applaus
Denn wir haben nicht genügend Wärmepumpen, wir haben nicht genügend Handwerker, wir haben nicht genügend Strom, und die Menschen haben schon gar nicht genügend Geld, um diesen Wahnsinn zu bezahlen. Und jetzt kommen da tatsächlich Sie von der CDU und wollen uns das nächste Märchen von bezahlbarer und klimafreundlicher Wärmeversorgung ohne soziale Kälte erzählen. Machen aber praktisch genau das Gleiche wie die Regierung. Sie wollen die CO2-Steuer so stark erhöhen, dass sich die Menschen Öl und Gas überhaupt nicht mehr leisten können, was nichts anderes als ein faktisches Öl- und Gasheizungsverbot ist. Sie spielen sich hier als Retter der Nation auf. Dabei ist Ihr Antrag nichts anderes als der grüne Heizungshammer in Schwarz. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Bernhard Herrmann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zurück zur Sache. Ja, in der Tat, die Handwerker und auch die Heizungshersteller bestätigen uns, dass sie durchaus in der Lage sind, die Dinge zu leisten. Heute früh gerade wieder gehört bei Treffen genau mit diesen Branchen. Wir sind täglich im Austausch. Und in der Tat geht es aber auch darum, dass die Primärenergie bezahlbar sein muss. Und da sehen wir heute bei Strompreisen bereits wieder, auch jetzt wieder, wo wir trotz nicht sehr starkem Wind in Deutschland, aber durch Solarenergie wieder Preise haben, die europaweit in Mittel- und Westeuropa die preiswertesten sind. Beim Gas liegen wir immer noch beim doppelten Preis. Wir müssen weg von fossilen Energien hin zu Erneuerbaren. Und deswegen finde ich es mal wieder äußerst bedauerlich, wie Sie von der CDU/CSU hier auftreten. Sie geben sich gerne als der barmherzige Samariter in der Heizungsdebatte. Sie gaukeln uns mit Ihren Anträgen vor, es ginge Ihnen auf einmal um die Menschen und um deren, wie ich finde, sehr berechtigte Sorgen. Ihnen geht es nicht, wie Sie in Ihrem Antrag postulieren, um sichere, bezahlbare, klimafreundliche Wärmeversorgung. Das haben Sie in allen möglichen Debatten innerhalb und außerhalb des Bundestags sehr deutlich gemacht. Denn ginge es Ihnen um die Sache und das Wohl der Bürgerinnen und Bürger, dann hätten Sie die ewig langen 16 Jahre Ihrer Regierungszeit auskömmlich dafür nutzen können. Sie hätten die Menschen in Ihrem Land bestens auf die aktuellen Herausforderungen vorbereiten können. Wo bleibt ein klein wenig Selbstreflexion in der ganzen Debatte bei Ihnen? Und wo bleibt das Mindestmaß an Anstand in Ihrer Kommunikation, das Ihrer Verantwortung, ja, die auch Sie tragen, für die aktuelle Situation gerecht werden würde? Stattdessen hetzen Sie die politische öffentliche Diskussion tagtäglich mit Polemik auf, während die Bundesregierung den Scherbenhaufen Ihres Nichtstuns wegkehren muss. Ja, wir packen an. Wir stellen uns gemeinsam den Herausforderungen, denen Sie ausgewichen sind. Und anders als Sie von CDU, CSU trauen wir uns, ehrlich zu sein. Anders als Sie beteiligen wir uns nicht an der Augenwischerei gegenüber Bürgerinnen und Bürgern. Wir sagen den Menschen ehrlich, dass sich etwas ändern muss und dass sich etwas ändern kann. Anders als Sie ducken wir uns nicht weg vor den Herausforderungen, so ungemütlich sie auch sein mögen. Ich kenne das aber aus Sachsen von Ihrem Parteikollegen dort. Wir stellen uns Tag für Tag jeder Kritik, allen Fragen und allen Sorgen. Wir sagen den Menschen offen und ehrlich, dass es keine Zukunft mehr mit Fossilen geben kann. Besonders schwerwiegend an Ihrem Agieren finde ich es aber, dass Sie sich die Ängste und Sorgen unserer Bürgerinnen und Bürger zunutze machen. Meine Haltung dazu ist, dass demokratisch gewählte VertreterInnen in diesem Land in der Pflicht stehen, Debatten vernunft- und faktenbasiert zu führen. Andernfalls setzen wir das Vertrauen derjenigen aufs Spiel, die uns wählen. Unsere WählerInnen interessiert nicht, wer für die größere Polemik in der Debatte sorgt. Sie erwarten Sicherheit und Klarheit, wie sie künftig heizen und was es sie kosten wird. Und dazu tragen Sie von der Union rein gar nichts bei. Und beim Inhalt Ihres Antrags muss ich leider wieder feststellen, dass Sie sich erneut an überholten Forderungen festklammern. Ich hatte Sie schon in meiner letzten Rede ermutigt, eigene konstruktive Vorschläge zu bringen. Drei Seiten. Auch dieses Mal sind Sie sich aber bedauerlicherweise treu geblieben. Das bringt uns in der Debatte leider kein Stück weiter. Sie wollen echte Technologieoffenheit. Ich weiß nicht, wie echt das Angebot an Technologieoptionen im Gesetz noch werden soll. Wagen Sie doch, Herr Spahn, einen Blick in den Gesetzentwurf. Da sind mehr als 10 Optionen zum Heizen aufgeführt. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass Sie ja vielleicht beim nächsten Ihrer Anträge mal konstruktiv werden. Sie wünschen Übergangsfristen, Härtefallregelungen im Gesetz, auch das umfangreich enthalten. Bis zu 13 Jahre Übergangszeiten. Was fragen Sie? Sehen Sie rein, Sie haben offenbar nicht gelesen. Sie fordern die ganze Breite klimafreundlicher Lösungen.
Das Gebäudeenergiegesetz ist das wichtige Gesetz zur Dekarbonisierung unserer Gebäude. Es ist ja geradezu dazu da, endlich klimafreundliche Lösungen anzubieten und uns von fossilen zu lösen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, faires Heizen bedeutet für uns auch, diejenigen besonders zu fördern, zu unterstützen, die sonst überfordert werden. Dafür habe ich mich angesichts explodierter Gaskosten im letzten Jahr eingesetzt und die Preisbremse kam. Und dafür setzen wir als Bündnis Grüne Fraktion uns auch jetzt ein, einkommensabhängig bis zu 80% Förderung beim Heizungsbau, damit es jede und jeder leisten kann. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke, Dr. Gesine Lötsch. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Klimakrise kann nur gelöst werden, wenn endlich etwas gegen die soziale Krise getan hat. Und hier erwarte ich von der Bundesregierung endlich entschlossenes Handeln, meine Damen und Herren. Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, hat es gerade noch einmal analysiert. Im Jahr 2022 sind Heizung, Strom und Mobilität um fast 50% teurer geworden. Die Löhne sind nur um 4% gestiegen, die Renten um 5%, doch die Inflation lag bei 7%. Also haben die Menschen immer weniger Geld in der Tasche. Und man muss sich mal vorstellen, fast 40% der Menschen in unserem Land haben überhaupt keine Ersparnisse. Das kann doch nicht so weitergehen, meine Damen und Herren. Und Menschen mit geringem Einkommen trifft die Inflation doppelt bis dreimal so hart wie Menschen mit hohem Einkommen. Welche Ungerechtigkeit! Diesen Menschen braucht man doch nicht zu erklären, dass eine Wärmepumpe eine gute Sache ist und sie den Einbau anteilig fördern. Wenn jemand keine Ersparnisse hat, dann nutzt auch eine anteilige Förderung nicht. Das ist doch nicht so schwer zu verstehen, meine Damen und Herren. Aber wenn es um Entschädigungen für stillgelegte Kohle- und Atomkraftwerke geht, da werfen Sie mit dem Geld nur so um sich. Der Ausstieg wurde den Energiekonzernen vergoldet, und die Konzerne fressen Ihnen dann natürlich aus der Hand, wenn das Geld stimmt. Und wenn Sie zum Beispiel die Klimakrise für RWE zum Geschäftsmodell machen, dann, wenn die Konzerne mit der Klimakrise Rendite machen können, dann gibt es natürlich auch ordentlich Spenden an die Regierungsparteien. Damit können Sie augenscheinlich gut leben. Das finden wir nicht in Ordnung, meine Damen und Herren. Wir sagen Ihnen, Wärmekrise, Wärmewende, Klimakrise kann nur zusammengehen mit der Lösung der Krise auf dem sozialen Gebiet. Das ist unsere Forderung. Wir Linken fordern auch nach Heizungstausch und Gebäudedämmung darf die Warmmiete für die Mieterinnen und Mieter eben nicht steigen. Eigenheimbesitzer und Vermieter brauchen auskömmliche finanzielle Unterstützung, und Genossenschaften, alle Wohnungsunternehmen, die weder Dividenden noch Gewinne ausschütten, sollen Förderung für die notwendige Sanierung erhalten. Das ist der richtige Weg, meine Damen und Herren. Und wir brauchen mehr Fachkräfte, gut ausgebildet, gut bezahlt, nach allgemein verbindlichen Tarifverträgen. Das ist eine wichtige Forderung, meine Damen und Herren. Und auch die Schuldenbremse bremst die Wärmebremse aus, also weg mit der Schuldenbremse. Meine Damen und Herren, gestern ist die Steuerschätzung gekommen, 30 Milliarden Euro weniger im Staatshaushalt. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, das darf nicht zulasten der Menschen gehen, die das wenigste Geld in unserem Land haben. Da ist Umverteilung angesagt, und zwar Umverteilung von den Vermögenden, von den Reichen, von denen mit Übergewinn für die soziale Gerechtigkeit in unserem Land, meine Damen und Herren. Die Vermögenden, die mit dem größten CO2-Fußabdruck, müssen endlich ihren gerechten Beitrag zahlen. Und wer über Pfingsten nach Bali fliegt, muss anders besteuert werden als der, der mit seinem alten Benziner jeden Tag zur Arbeit fahren muss. Das wäre gerecht, meine Damen und Herren. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, von alledem finde ich nichts in Ihrem Antrag. Darum werden wir Ihren Antrag auch ablehnen. Er ist keine Grundlage für eine soziale Wärmewende. Wohnen und Heizen muss für alle bezahlbar werden. Keiner darf im nächsten Winter in einer kalten Wohnung sitzen. Ihr Antrag bietet dafür keine Grundlage, meine Damen und Herren. Und im Übrigen sind wir der Meinung, dass mit Kriegen keine Probleme gelöst werden. Die größte Bedrohung für unsere natürlichen Lebensgrundlagen sind Aufrüstung und Krieg. Und darum ist Abrüstung und aktive Friedenspolitik der beste aktive Klimaschutz. Das erwarte ich auch von der Bundesregierung. Herzlichen Dank.
Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Konrad Stockmeier. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, lassen Sie mich zwei Szenarien aufmachen, irgendein Jahr in der Zukunft. Sagen wir mal bewusst, es sei kein Wahljahr. Und das erste Szenario ist eines, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass es niemand in diesem Hause will. Das erste Szenario zeichnet sich dadurch aus, dass aufgrund inkonsistenter Gesetzgebungen, einerseits bei den Heizungen, andererseits bei der kommunalen Wärmeplanung und auch was Transformationspläne für Netze betrifft, es große Verunsicherung gegeben hat bei Privathaushalten, bei Betreibern von Gewerbeimmobilien, auch bei der öffentlichen Hand, wie das Ganze eigentlich anzugehen ist. Investoren wissen nicht genau, in was sie ihr Geld eigentlich stecken sollen. Das Szenario zeichnet sich auch dadurch aus, dass im Rückblick vielleicht mal festgestellt wird, dass das Gasnetz an der einen oder anderen Stelle rückgebaut worden ist, wo man es besser behalten hätte. In dem Szenario kommt auch vor, dass Immobilien leider Wertverluste erlitten haben und dadurch auch teilweise die Altersversorgung von Leuten ins Rutschen geraten ist. Es zeichnet sich weiter dadurch aus, dass es wegen technologischer Verengungen vielleicht sogar im einen oder anderen Bereich zu Preissteigerungen gekommen ist, die man hätte vermeiden können. Und es zeichnet sich übrigens auch dadurch aus, dass eine vormalige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von der Union nicht verhindert hat, dass von der EU-Ebene auch in den Heizungsbereich Regularien auf die Mitgliedstaaten heruntergerieselt sind, bei denen sich Fachleute nur noch an den Kopf greifen. Und zu guter Letzt hat in diesem Szenario, das niemand will, es auch noch dazu geführt, dass die politischen Ränder in diesem Lande gestärkt worden sind. Also ich denke, wir sind uns alle einig, das wollen wir nicht. Und das werden wir Freie Demokraten auch verhindern. Jetzt lassen Sie mich doch einfach ein zweites Szenario aufmachen. Dieses Szenario zeichnet sich dadurch aus, dass Deutschland im Gebäudebereich den CO2-Ausstoß, man hat es irgendwann festgestellt, sogar deutlicher gesenkt hat, als es manche Prognosen damals hergegeben haben. Und zwar übrigens nicht nur dadurch, dass klimaneutral geheizt wird, sondern dass zum Beispiel ganz innovative Materialien sowohl beim Bauen als auch beim Sanieren zum Einsatz gekommen sind, die auch hier in diesem Lande entwickelt und produziert werden. Zweiter Teil des Szenarios ist es, dass es beim klimaneutralen Heizen in diesem Land überhaupt keine Einheitslösung gegeben hat, sondern dass regional sehr spezifisch in vielen Gebieten die Wärmepumpe eine große Rolle spielt, in anderen Geothermie für klimaneutrale Nah- und Fernwärme gesorgt hat, dass auch Biomasse, vielleicht besonders in ländlichen Gegenden, inklusive Holz, auch eine große Rolle spielt. In diesem Szenario haben die Immobilien durch diese ganzen Maßnahmen auch nicht an Wert verloren, sondern sie haben ihn gewonnen. Das hat auch die Altersvorsorge von vielen Bürgerinnen und Bürgern in diesem Lande gestärkt. In diesem Szenario ist das ganze Gesetzeswerk aus kommunaler Wärmeplanung, aus Heizungsgesetzen, auch aus Energiewirtschaftsgesetzen mit Netztransformationsplänen so konsistent geworden, dass Investoren sehr gut wissen, was sie an welcher Stelle wie und wo tun können. Und das Ganze hat noch dazu geführt, dass in diesem Lande Heizungstechnologien entwickelt worden sind, die auch ein Exportschlager in diversen Regionen dieser Welt werden. In diesem Szenario ist das Ganze so gelungen, dass es auch das Vertrauen in die Politik der Mitte gestärkt hat und sich manche Unkenrufe und manches Verhetzungspotenzial von den Rändern dieses Hauses überhaupt nicht bewahrheitet hat, wäre ein ganz wichtiger Effekt. Und in diesem Szenario hat es auch die EU-Kommission, wer immer dann an ihrer Spitze steht, fertiggebracht, keine realitätsfernen, sondern sehr praxisnahe Regularien für die ganze Vielfalt der Mitgliedstaaten so auf den Weg zu bringen, dass der Kontinent insgesamt bei der Klimaneutralität vorangekommen ist. Ich denke, die allermeisten, nicht alle, aber die allermeisten in diesem Hause können sich darauf einigen, dass wir doch Szenario 2 präferieren. Und damit das gelingt, nehmen wir Freie Demokraten zur Kenntnis und begrüßen es, dass auch von den Sozialdemokraten und von den Grünen in den letzten Tagen vermehrt prominent Stimmen zu vernehmen sind, die da sagen, Leute, es kommt nicht aufs Überstürzen an. Bei dieser ganzen Geschichte muss es darum gehen, dass Qualität vor Schnelligkeit geht. Das ist doch ein Ansatzpunkt, mit dem wir weitermachen können. Und liebe Union,
Die nächste Europawahl kommt bestimmt. Und da wird man sich daran erinnern, was die Kommissionspräsidentin aus Ihren Reihen auch für das Heizungsthema mit auf den Weg gebracht hat. Also, Sie sind herzlich zur Mitwirkung eingeladen. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Andreas Jung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Stockmeier, Sie sind jetzt in den Europawahlkampf eingestiegen. Ich möchte berichten von unserer Arbeit unserer Kollegen im Europaparlament. Und da waren es wir, maßgeblich die EVP-Fraktion, maßgeblich die CDU-CSU-Gruppe, die durchgesetzt hat, dass der marktwirtschaftliche Ansatz für Klimaschutz, die CO2-Bepreisung mit dem Zertifikatehandel, mit sozialem Ausgleich, wir haben dafür die Vorlage gemacht, dass das jetzt gesamteuropäisch kommt. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt für Klimaschutz in Europa, von uns durchgesetzt. Ich will mich dann ganz entschieden, Kollegin Scheer, gegen das verwahren, was Sie hier gesagt haben. Wir wollen nicht Klimaschutz verschieben, wir wollen die Wärmewende zum Erfolg machen. Klimaneutralität 2045 ist unser Beitrag zum Pariser Abkommen. Es ist unser Klimaschutzgesetz. Halten Sie es ein. Aber dafür brauchen Sie Akzeptanz. Und so wie Sie es machen, fahren Sie die Wärmewende vor die Wand. Vor die Wand. Und wenn Sie die Akzeptanzfrage ansprechen, Sie stoßen sich daran, dass wir als CDU-CSU gegen dieses Gesetz sind. Ich frage Sie, wer ist denn überhaupt noch für dieses Gesetz? Herr Kühnert, Sie sprechen ja als Nächster. Die SPD hat ja wesentliche Dinge hier in Frage gestellt. Auch die SPD-Fraktion sagt doch, das ist nicht technologieoffen, was in diesem Gesetz drinsteht. Sie wollen Heizen mit Holz ermöglichen. In diesem Gesetz wird es aber im Neubau verboten und im Bestand so erschwert. Die Hürden werden so gemacht. Sie machen Heizen mit Holz mit diesem Gesetz kaputt. Wenn Sie es ändern wollen, bekennen Sie sich hier dazu. Sagen Sie uns, was der Bundeskanzler dazu denkt, wird der Bundeskanzler durchsetzen, dass seine Regierung Heizen mit Holz auch in Zukunft ermöglicht? Oder wollen Sie es kaputt machen wie in diesem Gesetz? Sie haben gleich Gelegenheit, dazu zu sprechen. Ich frage Sie auch, Technologieoffenheit, wenn eine Gasheizung mit Biomethan betrieben wird, mit Biomethan, dann ist das klimafreundlich, da ist es umweltfreundlich. Wollen Sie das ermöglichen oder wollen Sie daran festhalten, dass Sie diese Option ausschließen? Beantworten Sie es hier gleich. Und ich frage Sie, wir sprechen über die Förderung. Und da ist ja wirklich ein bemerkenswerter Vorgang. Die Grünen machen jetzt eine Kampagne, 80% Förderung. Was aber Habeck und Geiwitz vorgelegt haben, ist ja das genaue Gegenteil. Wir hatten eine Förderung auf den Weg gebracht, danach gefragt worden, was hat die Vorgängerregierung gemacht. Wir haben eine Heizungsaustauschprämie eingeführt, da haben Sie 50% Förderung bekommen können. Und Herr Kühnert, können Sie gleich dazu Stellung nehmen, Ihre Regierung, die von Ihnen getragen wird, hat das gekürzt. Man bekommt jetzt für eine Biomasseheizung 20% und man bekommt für die Wärmepumpe jetzt nach Ihrer Kürzung 40%. Wir hatten heute früh ein Gespräch mit den Handwerkern und mit der Heizungsindustrie, die haben uns berichtet, da ist die Nachfrage eingebrochen, und zwar sogar auch bei der Wärmepumpe, bei den Pelletsheizungen sowieso, weil sie noch mehr gekürzt haben. Machen Sie das rückgängig. Gehen Sie zu dem zurück, was wir in der Großen Koalition gemeinsam beschlossen haben. Das war der Hinweis der Handwerker heute Morgen, als wir gefragt haben, was sagen Sie denn zu den Vorschlägen zur Förderung? Da haben die gesagt, da sollte man sich noch mal angucken, was die Vorgängerregierung richtigerweise auf den Weg gebracht hat. Und das kann man jetzt, wenn Sie mit den Pflichten kommen, verbessern. Das ist unsere Förderung. Weiterentwickeln und einen sozialen Ausgleich dazu machen. Aber das ist doch nicht der Vorschlag, den Habeck und Geiwitz gemacht haben. Das sind Überlegungen bei den Grünen. Teilen Sie eigentlich das, was die Grünen jetzt in öffentlichen Kampagnen fordern, oder sind Sie dagegen, wie die FDP, die sich ja schon dagegen geäußert hat? Die FDP hat 101 Fragen gestellt. Die Bürger haben vor allem eine Frage. Was kommt auf mich zu und welche Förderung gibt es dafür? Und auf diese Frage haben Sie eineinhalb Jahre, nachdem Sie es in Ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, keine Antwort. Und das verunsichert die Menschen. Deshalb sind die Menschen kritisch. Und deshalb müssen Sie dieses Gesetz... Herr Jung, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung vom Kollegen Audretsch aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen? Ja. So,
Vielen Dank dafür. Sie haben ja gestern eine völlig gefloppte Kampagne gegen Klimaschutz losgetreten. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und es gab eine ganz konkrete Frage bei der Pressekonferenz eines Journalisten an Herrn Chaya, nämlich, wie sieht das denn mit der sozialen Förderung aus? Und ich würde Ihnen ganz kurz das mal vorlesen wollen, was die Antwort war. Da finden Sie die Förderung 50% und wie wir die Wärmewende schaffen. Und wir haben dann gesagt, dass man über weitere Härtefallfragen nachdenken muss und die gegebenenfalls dann zu ergänzen. Die konkrete Frage, über was haben Sie eigentlich nachgedacht? Haben Sie über irgendein Konzept nachgedacht? Was ist mit älteren Menschen, die um Förderung dann ringen? Sind das Härtefälle oder sind das keine Härtefälle? Haben Sie da ein Konzept? Wollen Sie darüber nachdenken? Wollen Sie die gegebenenfalls ergänzen oder nicht? Was ist mit einer Familie auf dem Land? Haben Sie darüber nachgedacht? Haben Sie irgendwann mal ein Konzept dazu gemacht? Ist das ein Härtefall? Wollen Sie die gegebenenfalls ergänzen oder nicht? Was ist mit einer Rentnerin oder einem Rentner mit einer kleinen Rente? Haben Sie mal darüber nachgedacht? Gibt es ein Konzept? Wollen Sie die gegebenenfalls ergänzen oder wollen Sie die nicht ergänzen? Gibt es irgendeine Art von Konzept, irgendetwas, was Sie vorlegen könnten, wie Sie eigentlich soziale Fragen bearbeiten wollen? Ich habe Ihre ganzen Anträge durchgeguckt. Da steht in der Überschrift das Wort sozial, dann kommt nicht ein einziges Wort, irgendetwas zu sozialen Fragen. Gar nichts ist bei Ihnen da. Und deswegen die Frage, gibt es ein Konzept oder ist nicht doch am Ende alles eine reine Kampagne gegen Klimaschutz, so wie Sie es immer und immer wieder machen? Herr Kollege, wir sind für Klimaschutz. Sie haben die Pressekonferenz gestern offensichtlich verfolgt. Da hat es unser Generalsekretär in aller Klarheit gesagt. Wir sind für die Wärmewende. Auch das ist Teil. Auch das wird dort sehr klar deutlich gemacht. Und ich würde Ihnen raten, Ihr Interesse an der CDU auch auf unsere Homepage zu lenken. Dort sind unsere Vorstellungen beschrieben. Und die heißen erstmal das Umsetzen, was ich gerade angemahnt habe, dass Sie Ihre Kürzung, Ihre unsozialen Kürzungen zurücknehmen. Sie haben es ja gekürzt, erstmal zurücknehmen. Und dass man dann für Menschen mit geringem Einkommen eine besondere Förderung macht. Das sind unsere Vorstellungen, das haben wir für uns beschlossen und es ist unsere Erwartung an Sie, dass Sie es umsetzen. Bei Ihnen ist es ja so, 50% Förderung gab es vorher für die Wärmepumpe, 40%, nachdem Sie es gekürzt haben und jetzt soll die neue Förderung sein, dass es 30% gibt. Das ist ja der Vorschlag von Habeck und Geiwitz, 30%. Und ja, das sind doch nur die Vorstellungen der Grünen, aber das ist doch nicht das, was die Regierung und ihr Minister Habeck vorgestellt hat. Man wundert sich überhaupt, reden Sie eigentlich miteinander? Offensichtlich in dieser Frage, naja, in dieser Woche schon mal so. Habeck hat gesagt, ich möchte eine öffentliche Sitzung und die Grünen haben dreimal dagegen gestimmt. Hier sagt Habeck eine Förderung von 30%, Sie sagen 80. Und nach diesem Konzept, das die Bundesregierung vorgestellt hat, Habeck und Geiwitz, die FDP ist noch dagegen, aber es ist das Einzige, womit wir uns beschäftigen können. Und da müssen Sie mal beantworten, Sie sagen, man kann 50% erreichen, dann, das ist ja die soziale Frage, die Sie stellen, dann, wenn man Bürgergeld bekommt oder Wohngeld. Aber ich sage Ihnen, die Menschen, die in meinen Bürgerdialogen sind, die sich Sorgen machen, das sind Menschen, die haben eine kleine Rente, die haben ein kleines Einkommen. Aber in den allermeisten Fällen bekommen die nicht Bürgergeld oder Wohngeld. Und die machen sich Sorgen mit kleiner Rente, mit kleinem Einkommen. Das, was auf sie zukommt, schultern sollen. Und für die mit diesen 30% machen sie nicht eine neue Förderung, sondern eine zusätzliche Kürzung. Und das ist unsozial. Und das ist unser Maßstab in dieser weiteren Debatte. Ist das, was hier vorgelegt wird, technologieoffen? Ist es sozial verträglich? Gelingt es Ihnen, die Menschen mitzunehmen? Das ist unser Maßstab. So machen Sie die Wärmewende zum Erfolg. Und der Erfolg der Wärmewende bemisst sich im Übrigen nicht an der Frage, wie viele Wärmepumpen eingebaut wurden, sondern wie viel CO2 eingespart wird. Und deshalb ist die Herausforderung groß. Ja, ist eine große Herausforderung. Aber die Herausforderung groß ist, dann darf man nicht mit dem kleinstmöglichen Denken rangehen, mit dem größtmöglichen Dirigismus. Denken Sie zusammen. Quartierslösung, kommunale Wärmeplanung, Hülle und Heizung. Denken Sie Förderung
und das, was Sie an Pflichten, an Aufgaben postulieren wollen, zusammen. Legen Sie ein Gesamtkonzept vor, dann wird die Wärmewende zum Erfolg. Das ist unser Weg und darauf werden wir dringen. Kevin Kühnert hat das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zunächst die Frage vom Kollegen Audretsch beantworten, nachdem sie ja gerade nicht beantwortet wurde. Nein, da drüben gibt es kein Konzept für sozial gerechten Klimaschutz im Gebäudebereich. Die CDU-CSU-Fraktion hat wie die alle Demokratinnen und Demokraten ein Klimaschutzgesetz auf Länder- und Bundesebene mit beschlossen, was Sektorziele auch für den Gebäudebereich beinhaltet. 30% der Emissionen in Deutschland kommen aus der Bewirtschaftung unserer Gebäude. Aber man drückt sich vor der Frage, wie man das machen möchte. Das Klarste, was man hört, das ist, dass da eine eindeutige Aussage gestern vom Generalsekretär gekommen sei. Das letzte Mal, als der Generalsekretär der CDU eine eindeutige Aussage machte, hat er sich zur Wohngemeinnützigkeit geäußert und danach Schimpf und Schande von seinen Parteifreunden bekommen, weil die das alle anders gesehen haben. Da gebe ich nichts drauf, meine Damen und Herren, wenn Sie auf Ihren Generalsekretär verweisen. Und Sie müssen sich auch, Herr Jung, anziehen lassen. Heute reden wir über Ihren Antrag, über das Gebäudeenergiegesetz der Ampelkoalition werden wir hier noch diskutieren. Ich muss Ihnen hoffentlich nicht erklären, wie parlamentarische Verfahren laufen, dass wir Gesetzentwürfe aus der Regierung bekommen und die hier bearbeiten. Das können Sie öffentlich wahrnehmen und das werden wir hier auch im Parlament erleben. Aber heute geht es um das, was Sie hier vorgelegt haben. Und wir haben uns zunächst einfach erstmal mit den Zahlen beschäftigt. Wie sieht denn das beim Heizungswechsel in Deutschland aus? Gucken wir doch ins vergangene Jahr rein. Hunderttausende Heizungen in Deutschland sind ja nicht wegen Havarie, das sind die Fälle, bei denen Sie uns jetzt quasi politisch gerade anklagen, ausgetauscht worden, sondern aus bewussten Entscheidungen der Haushalte heraus. Übrigens viel zu oft für eine Gasheizung im vergangenen Jahr. Das heißt, die meisten Heizungsaustausche in Deutschland, da haben wir zu sprechen über eine kluge Fördersystematik, die dabei hilft, bezahlbar regeneratives Heizen, technologieoffen für die SPD, heißt das auch mit Biomasse selbstverständlich, zu ermöglichen in den nächsten Jahren. Für uns ist dabei auch klar, Wärmenetze ist das, was organisierte Solidarität für viele Haushalte ist. Deswegen ist es gut, dass dieses Jahr die kommunale Wärmeplanung über das Kabinett uns hier im Parlament noch zugeleitet wird. Denn die beste Lösung ist, dass wir nicht Millionen Menschen und Haushalte in die Situation bringen, individuell für sich mit eigenen Anträgen, Prüfungen, Finanzierung und so weiter die Wärmewende zu organisieren, sondern wenn wir über gute regenerative Wärmenetze das Ganze kollektiv und solidarisch organisieren. Das ist der Weg der SPD-Fraktion. Die Heizung, die tatsächlich im letzten Jahr aus Havariegründen ausgetauscht wurden, wo das, was jetzt diskutiert wird, politisch zum Zuge käme, sind etwas über 100.000 gewesen. Und da geht es jetzt um die Ausgestaltung. Das ist nicht trivial. Wir verstehen auch die Aufregung, die es dazu in der Gesellschaft gibt. Es geht um etwas, was ganz sensibel ist. Da geht es um Altersgrenzen. Da kennen Sie die Äußerung, dass 80 für uns nicht ausreichen wird, sondern dass niedrigere Grenzen angezeigt sind. Dass Bedürftigkeit in der Unterstützung für die Sozialdemokratie nicht nur bei Sozialleistungsbezug zu verorten ist, sondern selbstverständlich auch darüber notwendig sein wird. Und viele andere Maßnahmen mehr. Um all das wird es gehen. Aber für uns ist eines klar. Die Aufgaben des Klimaschutzgesetzes, dass dieser Gebäudesektor mit seinen 30% Emissionen etwas beitragen muss, das hat eben auch mit dem Gebäudeenergiegesetz zu tun und mit festen Verabredungen, die dort zu treffen sind. Was schlagen Sie denn vor? Sie wollen es über den Preis machen. Da sind wir wieder beim CO2-Preis. Rechnen wir doch mal vor über so einen Eckhaushalt in Deutschland. 150 Quadratmeter, ein Familienhaus, 20 Jahre alte Ölheizung, 2500 Liter Verbrauch im Jahr. Aktueller CO2-Preis 30 Euro die emittierte Tonne. Das heißt, auf den einzelnen Liter Heizöl 10 Cent, 250 Euro im Jahr. Und jetzt gucken Sie sich an, wie der CO2-Preis in den nächsten Jahren steigt. In den nächsten 3 Jahren wird er sich verdoppeln. Dann geht es irgendwann in die freie Marktpreisbildung. Dann sind wir nach den Schätzungen der Bundesregierung bei vielleicht 2,5 bis 3 Mal so viel 2030. Und Sie glauben ernsthaft, dass jemand in Deutschland das regenerative Heizen bei sich zu Hause vorantreibt wegen einer 2,5-Verfachung der CO2-Bepreisung? Das soll tatsächlich passieren wegen 750 Euro im Jahr. Was Sie vorschlagen, ist ein Ammenmärchen. Da wird nie eine Wärmewende in Deutschland stattfinden. Sie drücken sich vor der Frage, wie das gemacht werden soll, weil Sie laut rufen, Achtung, Eingriff ins Eigentum, dabei sind Sie es selbst gewesen. Es gibt ein Gebäudeenergiegesetz in Deutschland. Sie haben es mitbeschlossen. Da sind Austauschpflichten für mehr als 30 Jahre alte Öl- und Gasheizung, selbst wenn sie funktionieren, mit drin. Da müssen
Rohre isoliert werden in nicht beheizten Räumen, da müssen Decken in obersten geheizten Geschossen gemacht werden. Gemacht durch die CDU-CSU. Bitte schön, das Gebäudeenergiegesetz ist notwendig. Auch die verpflichtenden Eingriffe, die wir dabei machen. Wir werden Sorge tragen für die soziale Ausgestaltung. Der Weg, den Sie anbieten, der schützt weder das Eigentum noch das Klima, sondern spielt beides gegeneinander aus. Das werden wir nicht zulassen, meine Damen und Herren. Carsten Hilse hat jetzt das Wort für die AfD-Fraktion. Wertes Präsidium, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, die Fraktionen, die in den Augen der meisten Bürger bis auf wenige Ausnahmen aus Heuchlern und scheinheiligen Opportunisten besteht, legt diesem Hohen Haus einen Antrag für eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Wärmeversorgung ohne soziale Kälte vor, der aber bei der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen das ganz genaue Gegenteil bewirken würde. Denn das, was Sie da fordern, hatten wir nämlich noch bis vor ein paar Jahren, eine sichere, bezahlbare Wärmeversorgung ohne soziale Kälte, bis Sie der kranken Ideologie vom vermeintlich menschengemachten Klimawandel den Weg in dieses Parlament ebneten. Sie haben das Schiff Utopia vom Stapel gelassen, vor dem Franz Josef Strauß so eindringlich gewarnt hat. Er sprach damals von einem roten und grünen Faschingskapitän, die das Steuer übernehmen würden. Heute müssen wir konstatieren, dass es keine Faschingskapitäne sind, sondern offensichtlich Clanchefs verstrickt in Finanzskandale und Vetternwirtschaft. Liebe Landsleute, Sie sind zu Recht wütend und verunsichert wegen der Heizungspläne von Habeck und seinem reichen Clan, verantwortlich dafür, dass diese Eigentums- und Wohlstandsvernichter erst in die Position gelangten, solch kranken Unfug überhaupt in Gesetzesform gießen zu können, ist aber die Union, die diese unwissenschaftliche Weltuntergangshysterie erst gesellschaftsfähig gemacht hat. Die von den Apokalyptikern übernommene Forderung der Union war es, Deutschland müsse klimaneutral werden, um die Welt zu retten, und das nicht mit nicht einmal 2% der weltweiten Emissionen. Vollkommen irre. Da dieser Anspruch vollkommen geisteskrank ist, postulierten Sie, die Deutschen wären Vorreiter, dem der Rest der Welt folgen werde. Der Rest der Welt lacht sich kaputt über die Deutschen und nimmt uns genüsslich aus. Auf Ihre Veranlassung hin wurde beispielsweise die CO2-Besteuerung eingeführt mit dem alleinigen Ziel, die deutsche Wirtschaft Schritt für Schritt langsam aber sicher in den Ruin zu treiben. Aber auch für Privatleute werden fossile Brennstoffe immer teurer, mit dem Ziel, sie letztendlich unbezahlbar zu machen. Das nennen Sie dann transformieren und die Heizung klimaneutral machen, um nur ein paar Ihrer Propagandaphrasen zu gebrauchen. Aber Sie zerstören damit ganz bewusst das bisher wunderbar funktionierende Versorgungssystem mittels billigen und für jedermann erschwinglichen Öl- und Gasheizungen. Und wofür? Selbst wenn Deutschland von heute auf morgen von der Klimalandkarte verschwände, also 0 Gramm Emissionen verursachte, und wenn der ganze IPCC-Klimapopanz wahr wäre, dann läge die Verringerung der hypothetischen Erderwärmung bei gerade mal 0,00056 Grad Celsius. Liebe Konservative in der CDU, übernehmen Sie endlich wieder das Zepter. Schicken Sie die grünen und linken Spender in die Wüste und machen Sie endlich wieder vernünftige Politik im Interesse Ihres Arbeitgebers. Und das ist das deutsche Volk. Dabei werden wir Sie unterstützen. Diesen ideologischen Unsinn lehnen wir aber ab. Vielen Dank. Der Kollege Kasım Tahir Saleh hat jetzt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das deutsche Volk hat im Jahr 2021 gewählt und eine Koalition hier ist damit zustande gekommen. Und wer sich da bei diesen demokratischen Werten, demokratischen Grundsätzen zur Seite stellt, hat das demokratische System hier in Deutschland nicht verstanden. Meine Damen und Herren, zum wiederholten Male diskutieren wir hier die Wärmewende. Und eins ist deutlich: Die Union hat es immer noch nicht verstanden. Ich nutze die Gelegenheit hier einmal, um Grundwissen zu vermitteln. Sie betiteln Ihren Antrag, ich zitiere, für eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Wärmeversorgung ohne soziale Kälte. Das klingt erstmal gut, wer nicht? Aber schauen wir doch mal genauer hin. Erstens sicher.
Wie können Sie uns es wagen, dass Menschen in Deutschland etwas von Sicherheit verstehen, wenn Ihre Politik der letzten Jahre uns in die aktuelle Situation erst gebracht hat? Wir rasen mit einem Volltempo in eine Klimakatastrophe, deren Ausmaß alles bisher Gekannte in den Schatten stellen wird. Hitze, Dürre, Ernteausfälle, Sturzfluten. Wir müssen alles daran setzen, dieses Szenario auf ein Minimum zu reduzieren. Nur dann können wir auch von Sicherheit sprechen. Zweitens, meine Damen und Herren, bezahlbar. Ja, Klimaschutzmaßnahmen bekommt man nicht zum Nulltarif, außer vielleicht das Tempolimit. Aber Investitionen zahlen sich aus, wenn sie langfristig Einsparungen bringen. Doch Sie versuchen, die Bevölkerung zu verunsichern und aufzuhetzen, so wie Sie gestern mit Ihrer Kampagne verheizen und heute mit diesem Antrag hier im Hohen Hause. Liebe Bürgerinnen und Bürger, es wird Übergangs- und Ausnahmeregelungen geben und natürlich eine umfassende Förderung. Wir Bündnis Grün wollen da noch mal nachschärfen und eine soziale Staffelung dahinter ausarbeiten. Klar ist, je niedriger das Einkommen, desto mehr Fördergeld. Bitte lassen Sie sich nicht von der Union verrückt machen. Drittens, klimafreundlich. Der Ausstoß von Treibhausgasen treibt die Erderwärmung voran. Das Ziel ist klar, Deutschland muss 2045 klimaneutral werden. Herr Jung, Sie haben sich hier auch dazu bekannt. Dazu müssen die Reduktionen jedoch drastisch gesenkt werden. Und dabei sind wir viel zu spät. Liebe Union, zur Ehrlichkeit gehört auch das haben Sie mit verschleppt. Natürlich haben Sie das verschleppt. Im Wärmebereich fallen jährlich 120 Millionen CO2-Äquivalente aus. Und Ihre zehn Vorschläge, die Sie hier uns vorbereiten in Ihrem dreiseitigen Antrag, sind zu schwach. Sie verzögern die Reduktion und jede Chance, diese Nation 2045 klimaneutral zu machen. Erzählen Sie uns hier bitte nichts von Klimafreundlichkeit. Und viertens, meine Damen und Herren, soziale Härte. Wenig überraschend entdeckt die Union die soziale Ader immer nur dann, wenn es ihnen politisch nicht passt. Das ist heuchlerisch. Die soziale Kälte kommt nämlich von der Union. Sie ist dafür von ihr geschaffen. Denken wir uns alleine an die Debatten rund ums Bürgergeld. Sie hätten jahrelang die Gelegenheit gehabt, auf die Erneuerbaren umzusteigen und den Ausbau zu fördern. Wir machen hier gerade Ihre Hausaufgaben. Meine Damen und Herren, wir Bündnisgrüne fordern seit Jahrzehnten Klimaschutz und haben dafür zielführende, durchdachte und sozialverträgliche Vorschläge. Diese setzen wir nun in der Ampelkoalition um, und das gemeinsam. Vielen Dank. Rainer Semmet hat jetzt das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, das Thema Wärmeversorgung ist in aller Munde, nur leider nicht mit dem Fokus, den wir Freie Demokraten uns wünschen. Robert Habeck und Patrick Reichen haben mit dem GEG ein nicht zustimmungsfähiges Gesetz vorgelegt. Lassen Sie mich klar und deutlich sagen, es vergeht kein Tag, an dem mir Nichtbürgerinnen und Bürger meines Wahlkreises schreiben und mich fragen, wie soll das mit der Heizung weitergehen. Für viele Menschen ist das GEG in seiner halbfertigen Form eine echte Bedrohung. Generell ist mein Eindruck, dass im BMWK zu viel auf das Netzwerk und die Verbindungen zu Energiewende-Thinktanks gehört wird, als auf die Experten aus der Branche. Schon vor einem Jahr waren die Kommunen mehr als irritiert, als vorgeschlagen worden ist, die Gasnetze so schnell wie möglich zurückzubauen. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie wir auf dieser Basis an einer konsensfähigen Verbesserung des GEG weiterarbeiten können. Es ist angesichts der vielen Herausforderungen, die dieser Gesetzesentwurf noch mit sich bringt, eine Herkulesaufgabe. Aber
Wir Freie Demokraten möchten an einer konstruktiven Lösung natürlich mitarbeiten und werden das tun. Die Menschen wissen am besten, was zu ihnen und zu ihrem Zuhause passt. Und das müssen wir berücksichtigen. Unsere Überzeugungen sind klar. Noch funktionierende Heizungen dürfen nicht ausgebaut werden. Echte Technologieoffenheit von der Wärmepumpe über Pelletheizung bis zum Biogassystem. Wenn wir eingreifen, müssen wir konsequent und entschlossen fördern. Eigentum gilt es zu schützen und nicht zu bekämpfen. Der vorliegende Antrag stellt viele Fragen, die auch viele Menschen in diesem Land zu Recht haben. Zu viel ist ungeklärt, zu viel Verunsicherung herrscht. Es gilt, dies jetzt auszuräumen. Wir in der Ampelkoalition werden uns die Zeit nehmen, über die richtigen Anpassungen konstruktiv zu diskutieren. Lassen Sie mich jedoch eines deutlich sagen. Wenn keine Kompromissbereitschaft seitens unserer Koalitionspartner vorliegt, so werden wir diesem Gesetz nicht zustimmen können. Ich möchte an dieser Stelle jedoch auch betonen, angesichts der multiplen Krisenlage in der Welt müssen wir im Sinne unserer Unabhängigkeit und Freiheit unseren Ressourcenverbrauch senken. Wer sich jetzt noch eine neue Öl- und Gasheizung einbaut, obwohl eine Wärmepumpe verfügbar und sinnvoll wäre, schadet letztendlich nur sich selbst und seinem Geldbeutel. Erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Auch dazu stehen wir. Wir Freie Demokraten wollen die Bürgerinnen und Bürger jedoch mitnehmen und nicht auf dem Weg allein lassen. Und zum Abschluss muss ich noch mal auf meinen Kollegen Konrad Stockmeier zurückkommen. Ich hoffe, liebe Kollegen von der Union, Sie haben Ihren Antrag auch nach Brüssel geschickt, zu Ursula von der Leyen. Wir müssen nämlich wirklich aufpassen, dass deutsche Technologieoffenheit nicht durch Richtlinien der EU-Kommission ausgehebelt wird. Es gibt noch viel zu tun. Ich weiß das. Es gibt noch viel zu tun und wir sind guter Dinge, dass wir in der Koalition eine gute Lösung finden. Daher lehnen wir den Antrag der Unionsfraktion ab. Dankeschön. Das Wort hat die Kollegin Dr. Anja Weisgerber für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! In Wahlkreiswochen und an den Wochenenden bin ich viel in meinem Wahlkreis in der Heimat unterwegs und spreche mit den Menschen. Sätze wie den folgenden habe ich in den letzten Wochen mehrfach gehört. Meine Eltern, beide Rentner, können sich keine neue Heizung leisten. Ich habe Angst, dass sie ihr Haus nicht mehr halten können. Die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land sind zutiefst verunsichert. Sie machen sich Sorgen. Aber Angst, werte Kolleginnen und Kollegen von den Ampelfraktionen, Angst war noch nie ein guter Ratgeber. Das gilt auch für die Klimapolitik. Anstatt die Menschen mitzunehmen, stoßen Sie die Menschen vor den Kopf. Wenn wir die Akzeptanz der Menschen für die Klimaschutzmaßnahmen verlieren, erweisen wir dem Klimaschutz einen Bärendienst. Und das können Sie, das können wir doch nicht wollen. Frau Weisgerber, möchten Sie eine Frage des Kollegen Banatschak zulassen? Ja, sehr gerne. Bitte schön. Vielen Dank für die Möglichkeit, eine Zwischenfrage zu stellen, Frau Kollegin. Ich stimme mit Ihnen vollkommen überein, dass Angst eine schlechte Grundlage für eine Debatte ist, insbesondere dann, wenn es um eine tatsächlich relevante Frage geht, nämlich wie es gelingen kann, sichere Energieversorgung auch im Wärmebereich mit Bezahlbarkeit zusammenzubringen. Wir haben in den letzten Wochen erlebt, dass insbesondere Mitglieder Ihrer Partei und Ihrer Fraktion, zuletzt der Kollege Chaya, Ihr Generalsekretär, hier in der Aktuellen Stunde am Mittwoch zu einem ganz anderen Thema eigentlich, mehrere Falschbehauptungen über das verbreitet hat, was die Ampel eigentlich in diesem Gesetzentwurf plant. In den vergangenen Wochen haben wir erlebt, dass immer wieder Behauptungen aufgetreten sind. Es gäbe beispielsweise eine Pflicht, funktionierende Heizungen morgen auszuwechseln oder Ähnliches zu tun.
Und deswegen ist meine Frage an Sie, wenn Sie der Auffassung sind, dass Angst ein schlechter Ratgeber in dieser Debatte sind, ist damit zu rechnen, dass Sie aufhören mit falschen Behauptungen, mit Unterstellungen und mit Tatsachenverdrehungen Angst zu schüren in der Gesellschaft? Und ist damit zu rechnen, dass Sie auch aus der Opposition heraus die Verantwortung wahrnehmen, die selbst in der Regierung gerade nicht alle wahrnehmen können? Vielen Dank. Eines können Sie sich sehr sicher sein, dass wir die Verantwortung, die wir von den Menschen bekommen haben als Oppositionsparteien, dass wir die sehr ernst nehmen. Und als Opposition ist es unsere Aufgabe, schlechte Gesetze mit Inhalten, die eben schon Verbote auch bedeuten, zum Beispiel 30 Jahre alte Heizungen, müssen ausgetauscht werden. Das gilt auch für den Bestand. Das gilt auch für den Bestand. Es gibt Regelungen, die sich auch auf den Bestand beziehen. Und zum Thema Holz im Bestand, zum Beispiel auch Holz im Bestand, da heißt es, auch in Ihren FAQs des Bundesbauministeriums, diese, also die Biomasseheizung, ist angesichts der begrenzten Verfügbarkeit von Biomasse im Neubau nicht zugelassen, da bei Neubauten in der Regel andere Möglichkeiten ohne weiteres planbar und realisierbar sind. Wenn Sie uns Falschaussagen vorwerfen, dann möchte ich auch daran erinnern, dass die Umweltministerin bei der Regierungsbefragung auch gesagt hat, dass es kein Verbot bezüglich Biomasseheizungen im Neubau gibt. Diese Aussage des eigenen Bundesbauministeriums sagt zum Beispiel etwas anderes. Das Problem ist doch, dass bei Ihren Vorschlägen komplettes Chaos herrscht. Komplettes Chaos bezüglich der eigentlichen Inhalte der Regelungen, komplettes Chaos auch bezüglich der Förderung. Das werden wir, und darauf können Sie verlassen, denn das ist unsere Verantwortung, auch weiterhin immer wieder ansprechen. Und jetzt zu unserem Konzept auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität, die wir im Jahr 2045 erreichen wollen. Das haben wir uns auch in der Großen Koalition vorgenommen. Spielt klimafreundliches Heizen natürlich eine Rolle? Ja, das ist keine Frage. Aber wieder fällt Ihnen nichts Kreativeres ein als Ordnungsrecht, als Verbote, Verbote und nochmals Verbote ohne Technologieoffenheit. Unser Weg ist ein anderer. Mit der moderaten, ich betone moderaten, CO2-Bepreisung haben wir die Grundlage dafür geschaffen, dass der Einbau alternativer Heizungsformen attraktiver wird. Gleichzeitig war das Konzept in unserer Regierungszeit, dass wir mit den Einnahmen den Umstieg auf klimafreundliche Technologien, auf Technologien zum klimafreundlichen Heizen, aber auch in anderen Bereichen für Elektroautos, für Hybridautos oder energieeffizientes Bauen und Sanieren, dass wir das fördern mit den Einnahmen. Da bestand bei uns auch Klarheit bei der Förderung, die auch deutlich höher war als in Ihrem Vorschlag, der jetzt zur Sprache steht. Die Grünen wollen jetzt mehr Förderung. Auch da totale Unklarheit. Gerade sagt der Kollege von der FDP, sie wollen mehr Förderung. Gleichzeitig wurde gesagt, die FDP ist noch gegen die höhere Förderung. Frau Weisgerber, es gäbe noch eine Zwischenfrage von Herrn Kühnert. Möchten Sie die auch zulassen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben eben über den CO2-Preis gesprochen, und ich möchte Ihnen gerne auch diese Frage jetzt noch mal direkt stellen. Sie sprechen von einer moderaten CO2-Bepreisung und davon, dass die dazu beitragen soll, dass die Leute den Umstieg am Ende mitgehen. Die CO2-Bepreisungsschritte für die nächsten 3 Jahre sind vorgezeichnet. Die kennen Sie auch, wie die sich entwickeln werden. Danach findet die Preisbildung am Markt statt. Was denken Sie, was berechnen Sie für Ihr Konzept, von dem Sie gerade sprachen? Was für eine CO2-Preisentwicklung wird notwendig sein, um für einen Eckhaushalt, sei es als Miethaushalt oder als Eigentümer eines Einfamilienhauses in Deutschland, um das möglich zu machen, dass die Leute aus Preisanreiz heraus den Umstieg wählen? Welche Preisgestaltung wird notwendig sein? Und haben Sie eigentlich ein Rückzahlkonzept in der Tasche, womit der CO2-Preisausgleich stattfinden soll? Denn Sie werfen uns ja vor, dass wir Ziele machen, bevor die Förderung klar ist. Dann kann man ja nicht ernsthaft mit einer CO2-Bepreisung und einem Rückzahlmechanismus argumentieren, der auch noch gar nicht fertig und von irgendwem vorgelegt worden ist. Also wie soll das jetzt eigentlich funktionieren? Also zunächst mal möchte ich sagen, dass die CO2-Bepreisung und der Emissionshandel das Instrument ist,
was wirklich effizient ist und erfolgreich. Das sehen wir im Bereich Industrie und Energie. Ich war im Europäischen Parlament daran beteiligt, das auf den Weg zu bringen. Und genau deswegen ist es der richtige Weg, die CO2-Bepreisung auch auf die Bereiche Wärme und Verkehr auszuweiten. Wir haben es auf Bundesebene vorgeschlagen. Wir haben es auch im Europäischen Parlament, Kollege Jung hat es gesagt, durchgesetzt. Und wir werden dadurch jetzt auch schaffen, und zwar in ganz Europa und nicht nur in Deutschland. Sie wollten zum Beispiel eine CO2-Steuer, das wäre nur was Nationales gewesen, da wären wir europäisch und international gar nicht vorangekommen. In ganz Europa, auch im Bereich Wärme, im Endeffekt es schaffen, den Umstieg zu aktivieren. Und es ist so, dass wir jetzt schon gemerkt haben, bei den kleinen Preiserhöhungen im Bereich der Ölheizung, dass sich die Menschen auf den Weg gemacht haben. Mit Beginn der Einführung der CO2-Bepreisung wurde kommuniziert in den Medien, ja, es wird jetzt etwas teurer, aber, und das ist das Entscheidende, Herr Kühnert, mit den Einnahmen wird auch der Umstieg auf klimafreundliche Technologien gefördert. Was haben Sie gemacht? Sie haben erstmal alles abgeschafft, bezüglich KfW zum Beispiel 55 Häusern. Ganz lange Unklarheit auch bezüglich energieeffizienten Bauen im Neubau und im Bestand für die Häuslebauer. Ganz lange Unsicherheit. So, im Endeffekt sind die Preiserhöhungen jetzt moderat vorgezeichnet. Jetzt haben wir auch auf der europäischen Ebene einen Emissionshandel auf den Weg gebracht. Wir sind der Meinung, dass es Ihre Aufgabe ist, jetzt auch dafür zu sorgen, die beiden Systeme kohärent zu gestalten, aufeinander abzustimmen und dann auch die Preisentwicklung noch mal zu überprüfen. In dem Klima-Brennstoff-Emissionshandelgesetz, das ich auch mitverhandeln durfte, haben wir übrigens eine Revisionsklausel für das Jahr 2025 eingeplant, um genau dann auch zu überprüfen, ob die Preise zu stark ansteigen. Und auf EU-Ebene gibt es auch dafür eine Antwort, nämlich wenn sie zu stark ansteigen, dann müssen wieder Zertifikate ins System gegeben werden, damit der Preis nicht explodiert. Das ist unser Konzept, das ist stimmig, das ist ein marktwirtschaftlicher Ansatz und mit den Einnahmen finanzieren wir die Förderung. Auch da bleiben Sie Antworten schuldig. Und noch Letztes zum Klimageld. Zum Klimageld. Interessant ist, dass dieser Vorschlag immer wieder von Ihnen vorgebracht wurde, auch im Wahlkampf. Aber warum ist denn das jetzt immer noch seit 1,5 Jahren Ampelregierung noch nicht eingeführt? Ja, weil es vielleicht nicht funktioniert, weil es schlecht möglich ist, weil wir nicht von jedem Bürger in Deutschland eine Kontonummer haben. Und deswegen ist der richtige Ansatz, die Einnahmen für die Förderung zu verwenden, und zwar nicht nur für bestimmte Gruppen, sondern schon auch für diejenigen, die vielleicht keine Hartz-IV-Empfänger sind, aber Rentner und nicht die Möglichkeit haben für den Umbau. Dafür verwenden wir die Einnahmen und nicht für ein Klimageld, das nicht funktioniert. Sie haben es nicht geschafft, Sie haben es immer noch nicht eingeführt, und deswegen wäre ich wesentlich weniger selbstbewusst, Herr Kühnert. Das war eine sehr konkrete Antwort. Was wir jetzt brauchen, ist Begeisterung für den Umstieg, ist Begeisterung für die Technologien. Das, was die Ampel macht, ist, dass es bis jetzt immer noch keine Klarheit bezüglich der Förderung gibt. Man fördert vor allem die Sozialhilfeempfänger und auch stärker. Man macht eine Ausnahme vom Verbot nur für über 80-Jährige. Gleichzeitig drohen bei Verstößen aber Strafen von bis zu 50.000 Euro. Und wer das kontrolliert, ist am Ende noch gar nicht klar. Die FDP behauptet, man setzt auf Technologieoffenheit. Aber Experten sagen, das wird so nicht umgesetzt. Die Bürgerinnen und Bürger haben nach dem derzeitigen Vorschlag eben nicht mehr die Auswahl von einer Bandbreite von Heizungstechnologien, die für sie passen können. Das, was von der Ampelregierung hier vorgeschlagen ist, ist Klimaplanwirtschaft, ist Bevormundung der Menschen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Noch vor kurzem war von Energiesouveränität die Rede, und das war das ganz wichtige große Wort. Nun hat die Ampel auch den Biomasse- und Holzheizungen den Kampf angesagt, und wir sehen hier ein faktisches Verbot für den Neubau. Echter Klimaschutz sieht anders aus. Da helfen vor allem Begeisterung, Innovation, Technologieoffenheit sowie Förderung und Anreize. Und es geht hier darum, die Menschen mitzunehmen, aber das haben Sie einfach noch nicht kapiert. Was wir jetzt brauchen, ist keine Pflicht zum Heizungsaustausch, sondern ist ein Austausch der Regierung. Wir sind bereit. Ja.
Martin Diedenhofen hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben gerade eines erlebt, viel reden und wenig dabei sagen mag eine Kunst sein, aber eine politische Antwort ist es noch lange nicht. Vielleicht können Sie sich damit einmal befassen. Ich finde, man muss hier noch einmal feststellen, die Heizungspläne betreffen das Zuhause der Menschen. Das ist also ein hochsensibles Thema, das wirklich alle angeht. Deswegen sage ich an der Stelle auch noch einmal, besonders mit Blick auf einige Wortbeiträge in den vergangenen Wochen hier im Hause, es hilft nichts, absolut nichts, die Sorgen der Menschen mit dem Gerede von beispielsweise Enteignungen anzuheizen. Und das gilt auch für Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union. Nach Ihrer Krawallrhetorik der letzten Zeit versuchen Sie sich jetzt mit Ihrem Antrag von vor 3 Tagen als konstruktive Gegenstimme zur Ampel zu verkaufen. Ich bin da ja sehr skeptisch. Deswegen habe ich mir den aktuellen Vorschlag der CDU-CSU zum Thema Wärmewende einmal näher angeschaut. Der Antrag ist positiv formuliert, übersichtlich. 2,5 Seiten, knapper wird es fast nur auf einem Bierdeckel. Aber gut, schauen wir gemeinsam rein. Seite 2, Sie fordern, dass man, und ich zitiere, vorrangig auf fordern und fördern statt auf verbieten und verordnen setzt. Komisch nur, dass Sie in der vergangenen Sitzungswoche in einem Antrag noch geschrieben haben, und wieder zitiere ich, zahlreiche Heizsysteme müssen zeitnah modernisiert werden, obwohl die Geräte grundsätzlich noch betriebsfähig sind. Zitat Ende. Das heißt nichts anderes als, funktionierende Heizungen sollen Ihrer Ansicht nach raus aus den Keller. Für mich klingt das irgendwie ganz schön sehr nach Verbieten und Verordnen. Oder was sagen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen? Sie tun in Ihrem Antrag so, als würden wir hier etwas über das Knie brechen. Das machen Sie daran fest, dass das Heizungsgesetz im kommenden Jahr in Kraft treten soll. Aber nirgendwo steht doch, dass kurz nachdem die letzten Silvesterraketen verschossen sind, die Menschen in ihre Keller springen und ihre Heizungen austauschen müssen. Unser Gesetz sieht vor, dass es endlich Planungssicherheit in der Wärmewende gibt, und zwar für die nächsten Jahrzehnte. Und das ist gut so. In den Verhandlungen werden wir weiter am Gesetz arbeiten und es noch besser machen. Zum Beispiel braucht es noch stärkere Förderung, denn eine neue klimafreundliche Heizung ist teuer. Leute, die sich ihr Haus mühsam abgespart haben, brauchen deswegen eine hohe finanzielle Unterstützung für den Heizungstausch. Und bevor diese Finanzierung nicht geklärt ist, wird das Gesetz mit der SPD nicht kommen. Außerdem braucht es vor Ort unkomplizierte fachliche Unterstützung beim Heizungstausch und das, was dazugehört. Beispielsweise in Form einer kostenlosen Beratung für die Menschen. Denn viele sind ja schon viel weiter als die Union, das auch anscheinend ist, überlegen ja bereits ganz sachlich, wie sie ihr Haus fit für die Zukunft machen können. Und genau dabei wollen wir die Menschen unterstützen. Und zu guter Letzt braucht es Technologievielfalt. Die haben wir zwar bereits in weiten Teilen im Gesetz festgeschrieben, aber es gibt auch noch Verbesserungsbedarf. Die nachhaltige Holzenergie, etwa in Form von Pelletheizungen, müssen wir deutlicher berücksichtigen, und zwar auch im Neubau. Auch dafür setzen wir uns als SPD ein. In den vielen Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern in meiner Heimat merke ich ganz klar, die Menschen stimmen doch zu, dass beim Thema Klimaschutz endlich mehr getan werden muss. Sie sagen aber auch, und das sehe ich ganz genauso, dass Klimaschutz nicht auf dem Rücken von denjenigen gemacht werden darf, die hart arbeiten oder lange hart gearbeitet haben, um sich ihr Zuhause zu ermöglichen. Klimaschutz muss planbar, bezahlbar und machbar für jeden Einzelnen sein, und genau dafür werden wir sorgen. Herzlichen Dank. Caroline Otte hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Unionsfraktion. Vielen Dank für diesen Antrag, vielen Dank für diese Debatte. Es ist deutlich geworden, die Union hat keine Ahnung vom Thema Wärmewende. Liebe Frau Dr. Weisberger, 30 Jahre alte Heizung austauschen zu müssen als gesetzliche Regelung, das stammt aus einem Gesetz von 2020 von Kollegen Altmaier. Wir haben diese Regelung in unserem Gesetz sogar aufgeweicht.
Wärmeversorgung soll sicher sein. Putin und sein Angriffskrieg haben uns ganz plastisch gezeigt, was für ein Sicherheitsrisiko unsere Abhängigkeit von fossilem Öl und Gas bedeutet. Im letzten Jahr haben neben Bürgerinnen, Kommunen, Unternehmen vor allem Robert Habeck, Patrick Greichen und das BMWK für Energiesicherheit in diesem Land gesorgt. Kommen wir zum Klima. Nicht gerade eine Kernkompetenz der Union. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, dass meine Generation einen Anspruch darauf hat, dass wir uns hier ernsthaft um Treibhausgasemissionsreduktion bemühen. 2045 abwarten, das ist keine Option. Wir haben also die große Aufgabe vor uns, innerhalb von ganz großzügig gerechnet 22 Jahren unsere Gebäude auf klimaneutrale Heizungen umzurüsten. 22 Jahre, das ist weniger als meine Lebenszeit bisher. Das ist weniger als meine Lebenszeit bisher. Und das wird einigen von Ihnen schon ganz schön kurz vorkommen. Wenn wir aber in 22 Jahren klimaneutral sein wollen, Heizungen gut mal 20 bis 30 Jahre laufen und wir viele Menschen haben, deren Heizungen sehr bald ausgetauscht werden müssen, dann können wir uns ein ewiges Gewarte auf irgendeine Heilsbringerlösung schlicht nicht leisten. Was Sie hier immer von Wasserstoff fabulieren, das klingt mir alles viel mehr nach Luftschloss als nach sicher. Wärmeversorgung soll bezahlbar sein. Als grüne Bundestagsfraktion haben wir ein Konzept vorgelegt. Wir wollen eine sozial gestaffelte Förderung. Wir wissen, dass Eigentums- und Einkommensstrukturen in vielen Teilen Deutschlands anders aussehen als am Stadtrand von Berlin. Ihr Konzept für soziale Härtefälle sieht vor, dass wer kein Geld hat, auf seiner Gasheizung sitzen bleibt. Gasleitungen und Gasheizungen sind teuer im Betrieb und Kosten werden in Zukunft noch steigern. Sie wollen Menschen allein lassen mit dieser Kostenfalle. Politik, das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen und auch wenn es schwer ist, das Richtige zu tun. Nur einen Status quo verwalten und nichts tun, bis es zu spät ist und dann mit dem Finger auf andere zu zeigen und Panik zu verbreiten. Liebe Union, das ist unverschämt. Die nächste Rednerin ist Anne König für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, die heutige Debatte hat uns immerhin wieder interessante Einblicke in das Innenleben der Ampel beschert. Ihr Ampelstreit hilft aber dem Klima ebenso wenig wie die lebensfremden Pläne aus dem Habeck-Ministerium. Und dabei geben wir Ihnen nun Woche für Woche mit unseren Anträgen die Gelegenheit, zur Vernunft zu kommen beim Thema Wärmewende. Der heutige Antrag und diese Debatte sind ja offenbar nötig, um der Öffentlichkeit zu zeigen, dass Sie von der Ampel immer noch nicht begreifen wollen, wie wir die Klimaziele erreichen und dabei die Menschen in unserem Land auch mitnehmen. Und es reicht eben nicht, wenn die Spitze des Wirtschaftsministeriums beim Klimaschutz die eigene Familie mitnimmt. Jetzt wissen wir aber immerhin, was der Bundeskanzler wirklich mit seinem Satz gemeint hat, you never walk alone. Seien Sie gewiss, diese Vetternwirtschaft lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Als CDU-CSU schauen wir auf die Bedürfnisse und Probleme der Menschen in unserem Land. Ihre drakonischen Verbotspläne und das täglich größer werdende Wirrwarr um die Vorgaben beim Heizen haben den Bürgern die blanke Angst in die Knochen getrieben. Offenbar sind Sie gar nicht mehr in der Lage, sich in die Not dieser Menschen hineinzuversetzen. Es kann sich doch jeder Besitzer eines älteren Hauses, einer älteren Wohnung ausrechnen, was ihn eine neue Wärmepumpe kostet. Er kann sich ausrechnen, was ihn der Einbau einer neuen Fußbodenheizung kostet. Er kann sich ausrechnen, was eine komplette Wärmedämmung an Dachwänden und Fenstern kostet. Und diese Gesamtkosten sind eben noch weitaus höher als der Preis einer teuren neuen Heizung.
Der Umfang der Zwangsinvestitionen, die diese Ampelregierung den Menschen aufbürdet, ist bezifferbar. Was die Betroffenen aber nach wie vor nicht wissen, ob, wie und in welchem Umfang diese Zwangsinvestitionen mit Förderprogrammen zumindest ein wenig reduziert werden. Die Ampel hat direkt zu Beginn ihrer Amtszeit einen Kahlschlag bei bestehenden und bewährten Förderungen begangen. Und ihnen gelingt es bis heute nicht, auch nur im Ansatz eine neue, klare und systematische Förderkulisse aufzubauen. Niemand weiß, was da noch kommt, wann es kommt und wie es kommt. Dem Klimaschutz erweisen Sie mit Ihrer Chaospolitik jedenfalls einen Bärendienst. Dank Ihrer Politik läuft nämlich der Verkauf von Gasheizungen wieder auf Hochtouren. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Ampel macht den Bürgerinnen und Bürgern enge Vorgaben und Verbote, bürdet ihnen schier untragbare Kosten auf. Da müssen Sie sich es schon gefallen lassen, dass die Menschen etwas genauer hinschauen, wer denn die Personen sind, die so hart und nahezu enteignend in ihr Eigentum und in ihr Leben eingreifen. Und wenn eine Vettern- und Familienwirtschaft wie im Wirtschaftsministerium zum Vorschein kommt, dann macht das die Menschen natürlich zornig. Ich weiß gar nicht, ob Sie noch merken, wie meilenweit entfernt Sie inzwischen von Ihren eigenen Wahlversprechen sind. Im Wahlkampf der Grünen hieß es damals noch, unser Land kann vieles, wenn man es lässt. Wenn Sie wirkliches Vertrauen in die Kraft Deutschlands und seiner Menschen hätten, dann würden Sie nicht einseitig und faktisch exklusiv auf Wärmepumpen setzen. Dann würden Sie marktwirtschaftliche Kräfte nutzen, technologieoffene Regeln formulieren und vom Ergebnis her denken. Beklagen Sie sich also nicht, dass wir schon wieder einen Antrag stellen. Bringen Sie stattdessen lieber endlich Ihr Haus und Ihre Politik in Ordnung. Timon Gremmels hat das Wort für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kolleginnen und Kollegen kennen mich als jemanden, der in der Sache immer hart streitet, leidenschaftlich und auch wirklich mit Argumenten streitet. Aber was wir uns doch gemeinsam zur Grundlage nehmen sollen, liebe Kolleginnen und Kollegen in der Union, ist, dass wir redlich bleiben. Und manchmal hilft der Blick in die aktuelle Gesetzeslage einfach auch weiter, Frau Weisgerber. Sie tun ja gerade so, als ob Robert Habeck und diese Regierung der Erfinder von Austauschpflichten von Heizungen ist, haben Sie hier gerade so am Pult gesagt. Gucken Sie mal in die aktuell gültige Form des Gebäudeenergiegesetzes, § 72 Absatz 4, geltende Rechtslage. Ab dem 1. Januar 2026 dürfen Heizkessel, die mit Heizöl oder mit festen fossilen Brennstoffen beschickt werden, zum Zwecke der Inbetriebnahme von Gebäuden nur eingebaut werden, wenn da bestimmte Vorlagen dann geknüpft werden. Deswegen werden diese Anlagen ausgebaut. Diese Austauschpflicht ist von der Union gemacht worden von Peter Altmaier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann streuen Sie den Leuten hier keinen Sand in die Augen. Möchten Sie eine Zwischenfrage zulassen, Herr Kollege? Nein, ich möchte jetzt keine Zwischenfrage zulassen, möchte ausführen. Darüber hinaus, liebe Kollegen der Union und lieber Herr Spahn, sich dann hier hinzustellen und zu sagen, man hätte ja noch ein, zwei Jahre Zeit und das müsse ja nicht alles sofort sein und Klimaschutz, da könne man ja noch warten. Ich sage Ihnen, noch im Januar haben Sie bei Markus Lanz am 26.01. gesagt, die Union sei die wahre Klimaschutzpartei. Und jetzt stellen Sie sich hier hin und sagen, es könne alles noch Zeit haben. Das passt doch nicht zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Jung, Andreas Jung hat am 20.03. öffentlich gesagt, das mit dem Klimaschutzgesetz, das müsse man endlich mal eingehalten werden. Haben Sie eben heute noch mal gesagt. Aber eine der Aufgaben im Klimaschutzgesetz ist, die Sektoren sich zu betrachten. Und im Gebäudebereich erfüllen wir die Vorgaben nicht. Und deswegen handeln wir jetzt mit diesem Gebäudeenergiegesetz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und Herr Spahn, die Regierungszeit bei Ihnen muss ja schon sehr lange zurückliegen, dass Sie sich nicht mehr an parlamentarische Gepflogenheiten achten. Auch in der Vergangenheit, auch in der Großen Koalition, war es bei Berichterstattergesprächen so, dass, wenn ein Regierungsentwurf eingegangen ist, selbstverständlich auch die Koalitionspartner Fragen an die Ministerien eingereicht haben.
Die FDP hat jetzt 101 Fragen eingereicht. Die SPD, jetzt übersage ich Ihnen das mal, wir haben 53 Fragen an die Häuser eingereicht. Vielleicht ist der Unterschied zur FDP, dass wir es nicht der Bild-Zeitung in Kopie gegeben haben, aber das muss jeder selber wissen. Aber das ist doch klares parlamentarisches Arbeiten, dass wir als Abgeordnete die Regierung auch befragen und aus den Antworten gucken, an welchen Stellen wir das Gesetz noch besser machen können. Und da nenne ich Ihnen für die SPD-Fraktion 4 Punkte. Zum einen der soziale Ausgleich, der Mieterschutz und auch die Häuslebesitzler im ländlichen Raum, die zum Teil auch das als Altersvorsorge haben, die müssen sozial flankiert und abgefedert werden. Da wird keiner alleine gelassen. Unsere Förderprogramme werden so nachgeschärft, dass sie funktionieren. Zweitens, wir wollen die technologische Vielfalt nicht nur im Gesetzestext haben, sie muss auch praktisch machbar sein. Darauf werden wir achten, dass wir dann auch Nachschärfungen reinbekommen, insbesondere auch bei der Bioenergie. Drittens, wir müssen die Verknüpfung der kommunalen Wärmeplanung auf den Weg bringen und hinbekommen und besser gestalten als derzeit im Gesetzentwurf drin. Und viertens, natürlich muss man auch noch mal über Fristen reden. Aber Fristen bedeutet nicht, den Gesetzgebungsprozess in alle Länge zu ziehen, weil das hören wir doch auch heute Morgen beim Handwerk. Die Menschen wollen Planungssicherheit haben, das Handwerk, die Heizungsindustrie, die Bürgerinnen und Bürger. Wenn wir jetzt dieses Verfahren auf Zeit spielen, dann wird es dazu führen, dass alle in Unsicherheit sind und dass gar nichts passiert. Und das ist, glaube ich, das Falscheste, was man tun kann, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen können alle Bürgerinnen und Bürger an dem Bildschirm sicher sein, die SPD ist ihr Anwalt. Wir achten darauf, dass Energiewende bezahlbar und machbar ist, heute und auch für die Zukunft. In diesem Sinne alles Gute und Glück auf. Ich gebe dem Kollegen Lenz das Wort zu einer Kurzintervention. Ja, es fiel das Stichwort Planungssicherheit und das Gegenteil ist durch die Veröffentlichung von Gesetzentwürfen der Fall gewesen. Lieber Timon Gremmels, wissen Sie, dass im ursprünglichen Gesetzentwurf, der geleakt wurde, drin stand, dass die Austauschpflicht wesentlich erweitert wird auf Brennwertkessel, auf Niedertemperaturkessel? Und zweite Frage, im ersten Quartal diesen Jahres wurden 100% mehr Ölheizkessel eingebaut. Halten Sie das aus Klimaschutzaspekten für gut, ja oder nein? Möchten Sie antworten, bitte? Meine sehr verehrten Damen und Herren, als Parlamentarier halte ich mich daran an Gesetzentwürfe, die hier ins Verfahren eingebracht werden. Die bewerte ich vor Überlegungen verschiedener Häuser, nehme ich zur Kenntnis. Entscheidend für das parlamentarische Verfahren ist, was dieses Haus erreicht. Und das beraten wir und das machen wir am Ende des Tages noch besser. Und darauf können Sie sich sicher sein, dass das der Maßstab unseres Handelns ist. Vielen Dank. Dr. Zander-Martens hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien, wissen Sie, woran ich bei diesem Antrag der Union denken musste, der bei der Wärmewende das Verbieten und Verordnen verbieten möchte und stattdessen das Fordern und Fördern fordert? Typisch für die Union, auf die Freiwilligkeit zu setzen und darauf, dass sie sich von allein regelt. Frauenquote brauchen wir nicht. Wir setzen darauf, dass Arbeitgeber und Unternehmer freiwillig die Frauen fördern. Verbindliche Vorschriften in der Lebensmittelindustrie brauchen wir nicht. Wir setzen bei Zucker und Fett darauf, dass die Lebensmittelkonzerne freiwillig die gesundheitsschädlichen Rezepturen verändern. Na, wenn die Wärmewende auch ohne klare Rahmenbedingungen, ohne Vorgaben und Verbindlichkeiten funktioniert hätte, dann bräuchten wir heute gar nichts mehr zu regeln. Es war allen klar und jahrzehntelang bekannt, dass sich die Wärmewende nicht von allein erledigt. Und das, was die Menschen heute beunruhigt und verunsichert, sind nicht etwa die komplexen Regeln, an denen wir arbeiten, um die Wärmewende für alle zu ermöglichen, bezahlbar zu machen und keinen finanziell zu überfordern, sondern die populistische Propaganda, die uns hier mit der Unionsbrechstange jede Sitzungswoche hineingeprügelt wird. Aber alles klandestin unter dem Deckmantel des Sozialen. Vor genau zwei Wochen haben wir hier den Antrag der CDU-CSU, Wärmewende versorgungssicher, nachhaltig und sozial gestalten, debattiert. Heute heißt der Titel für eine sichere, bezahlbare und klimafreundliche Wärmeversorgung ohne soziale Kälte. Aber wissen Sie, was in diesen christlich-sozialen Anträgen bisher komplett fehlt? Wer mit keinem Wort erwähnt wird? Die Mieterinnen und Mieter. Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland, dem Mieterland Nummer 1 in Europa. Und wissen Sie, was für mich ein echter sozialer Dauerfrost wäre? Wenn die Wärmewende schlussendlich von den Mieterinnen und Mietern alleine bezahlt werden müsste.
Deshalb brauchen wir schnell klare Regeln, sonst wird es nichts mit sozial. Später wird heißer. Die Modernisierungsumlage auf die Mieter muss zumindest deutlich gesenkt werden. Vermieter müssen sich den Vorteil öffentlicher Fördermittel anrechnen lassen, und zwar auch dann, wenn sie von ihnen nicht in Anspruch genommen werden. Außerdem müssen auch die Erhaltungskosten, die die Vermieter im Zusammenhang mit einer Modernisierung ersparen, bei der Berechnung der Mieterhöhung korrekt abgezogen werden, was derzeit nicht passiert. Während die Union mit ihren Anträgen und Kampagnen, mit ihrer Polemik und Brechstangenrhetorik selbst die unverantwortliche Verunsicherung in der Bevölkerung betreibt, um sich sodann wieder schützend vor die von ihr selbst verunsicherten Menschen zu stellen und großspurig Sicherheit zu heucheln, machen wir unsere Arbeit und sorgen dafür, dass keine und keiner in unserer Gesellschaft mit der Wärmewende finanziell überfordert wird. Das sind hochkomplexe Fragen, die sozial gerecht zu beantworten sind. Das kostet viel Zeit, Mühe und Anstrengung. Schnell und billig ist nur eine plumpe Stimmungsmache auf Kosten des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft. Mit dieser Meinungsmache erhitzen wir nur die Stimmungen in der Gesellschaft, aber keine einzige Wohnung. Also lassen Sie uns doch bitte arbeiten und beschäftigen Sie uns nicht alle zwei Wochen mit der selbst herbeigerufenen sozialen Kälte. Ich schließe die Aussprache und wir kommen nun zum Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 19705. Die Fraktion der Union wünscht Abstimmung in der Sache. Die Fraktionen von SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP wünschen Überweisung, und zwar federführend an den Ausschuss für Klimaschutz und Energie und mitberatend an den Finanzausschuss, den Wirtschaftsausschuss, den Ausschuss für Umwelt und Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, den Ausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen sowie den Haushaltsausschuss. Wir stimmen nach ständiger Übung zuerst über den Antrag auf Ausschussüberweisung ab. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung? Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Oppositionsfraktionen. Möchte sich jemand enthalten? Herzlichen Dank. Damit ist die Überweisung so beschlossen. Und wir stimmen heute über den Antrag nicht in der Sache ab. Ich rufe jetzt auf den